He was there at the end. Okay. Ah. Klar, Fernseher. Richtig. ZDF, habe ich gleich gemerkt. Ja. Mann, weiterer Zettel. Hauptsache alles ist rot, nur der Zettel ist immer noch. Das sind Dinge in den Wänden. Da sind Dinge. Nein, das sind Dinge. Leck meine Rucken. Manchmal kann sie hören. Hey, guck mal. Manchmal kann sie hören, wie sie sich bewegen. Aha. All die Geister. Ja, ich es auch. Aus den Geistergeschichten. All die traurigen Hirngespinste, die Stück für Stück durch den Puls dringen. Ja, ne? Ja, gut, nicht. Ja. Komm ich rein? Du, da ist meine Schuhsammlung, ne? Ich wollte euch übrigens mal zeigen. Das ist, Willkommen bei Tipico. Und hier? ZDF mal wieder. Oder Rani's RTL. Das hat Vorrang. Ob das leuchtet immer noch. Wo müssen wir hin? Da geht es nicht lang, dann müssen wir. Achso, auf einmal ist offen. Das war vorher schon offen. Okay, dann war es nicht offen. Jetzt bestimmt zu. Ist mir egal. Hilf mir ja. Ich glaube, grüne Tür ist gut. Grünes Licht ist immer nicht gut. Ah. Genau. Da ist Batterie. Und eine Kamera. Ja, guck mal die Kamera an. Ah, nee, gar nicht. Ich glaube, wir haben ein leichtes psychisches Problem, vielleicht. Eventuell unter ganz besonderen Umständen, ne? Ich weiß, also. Glaube ich mal, so. Also sieht auch eine U-Bahn immer aus, ne, in New York. Also es ist ganz normale Beleuchtung. Und die wechseln sich auch immer. Ja, klar. Aber da ist das Licht. Licht ist bäh. Hi. Ah, du bist es wieder. Da muss ich rein. Ich gehe hier lang. Nee, komm. Safe. Telefon, Telefon. Nee. Ich glaube, komm da nicht hoch. Doch, safe, oder? Doch, nee. Hä? Aber ich komm nicht rein. Na klar. Also, uns geht's gut, uns geht's dem wunderbar. Geht's gut, dem Jungen. Komm, komm, Telefon. Aber nur weil jetzt ein Licht drüber ist, ne? Ja. Warst du vorher schon drüber? Nein, glaube ich nicht. Vielleicht musst du erst in die Tür vorne rein. Aha, das ist auch zu auf einmal, okay. Ja, da war es schon immer zu, aber. Nee, eben gerade, wo wir herkamen. Ach so, ja. Ja. Oh. Oh, mach doch nicht sowas. Digga. Oh. Aber es musste mal wieder kommen. Was sollte ich denn machen? Oder wo hätten wir denn hingehen sollen dann? Ich glaube, aber du musst sterben, glaube ich. Weil das war vorher nicht. Ich glaube, du sollst sogar sterben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, da steht nicht. Kommst du jetzt raus? Ja, doch, ja. Ja, du solltest sterben. Man soll sterben. Das gehört dazu. Hab ich dich gerade erschrocken. Gejagt habe. Oh. Alter. Einmal hatte sie eine Maus in ein Glas getan. Aber die Luftlöcher vergessen. Was ein Zufall. Einfach schön dicht verschlossen. Macht nicht aus Bösheit, so. Sondern aus Unachtsamkeit. Das Mäulchen
hat die ganze Nacht nach Luft geschnappt, bevor es abgekratzt ist. Ekliges, aufgedunsenes, totes Ding. Ach, wie süß. Ach, ich war, ne? Ich glaube, ich muss gleich mit Skaff-Taste noch zusammendrücken. Ey. Aber das ist immer wieder. Aber es ist immer so lange. Immer ist so. Alles gut und dann zwischendurch einfach mal so. Ja, so jede Stunde gefühlt, ja. So, ne? Ja. Da ist hier dieser Stadtplan, den man so ganz gut lesen kann. Ah, na klar. Da ist ein kleines Leck. Oh, da muss ich runter, glaube ich, deswegen gehe ich nicht lang. Du musst halt gucken, ob. Ne, da fällst du bestimmt runter, oder? Da. Komm. Ne, hier würdest du runterfallen. Dann, ne? Ach ne, das kann ich ja nicht vorstellen. Ein bisschen tiefer, glaube ich. Soll? Warte, in der einen Zeitung stand. Nein, du musst uns fressen, glaube ich. In der einen, nein, glaube ich nicht. In der einen Zeitung stand, dass Hammerhaie gesichtet wurden. Ja. Ja, ja, also. Hi. Hammerhai. Ah. Oh. Vielleicht noch ein paar mehr oder so. Auch wieder unsere schöne Kreatur. Also, hier läuft's hier. Unser Stadtplan, ne? Wieder so übersichtlich gestaltet. Richtig, also, verständlich. Man muss es wieder sehen. Und ja, da wird es wieder roter unten, okay. Aber erstmal ein paar Batterien. Erstmal Batterien. Weil die auch denken, dass man hier die ganze Batterien braucht. Ich weiß nicht. Ich kann auch sagen, weil wir das jetzt so hoch gemacht. Ja. Aber letztes Mal, man hat nichts gesehen einfach. Ja, da ist auch das Universum, ne? Also, wenn jeden U-Bahn-Schacht, merkt euch das, Kinder, ist hier das Universum. Und ihr könnt auch da durchgehen. Also. Oh. Oh. Na komm. Ach, sieht das nicht liebenswert aus? Nervt doch nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt Spieleentwickler wäre, ich glaube. Ich hätte das so oft gemacht, so 50 Mal oder so gefühlt. Ja, jetzt drehe ich mal um, Kleiner. Hä? Roman, langweilig. Ah, da steht ja. Wer ist dich? Man muss halt wirklich sterben, aber das wäre ja voll dämlich. Komisch, ne? Ja, aber ist doch übelst unnötig, dass man sterben muss. Traurig. Aber das macht doch voll keinen Sinn. Eigentlich. Das dann halt sowas unnötig in die Länge zu machen. Na, siehst du das? Ja, aber das ist doch scheiße. Aber ne, Bock auf den Zugfahrt? Aber auf jeden. Wir haben nicht mal bezahlt. Nur weißt du, was auch ist? Ich guck dir mal die Türen an. Oh, gut. Das ist ganz merkwürdig hier wieder. Na komm, geh doch mal durch. Ja. Ja, ne? Vielleicht treffen wir ja ein paar charmante Freunde wieder. Mit irgendwelchen Masken oder so. Hey. Hey. Ach so. Ach so. Ich glaube, er hat uns gefunden. Hey. Das ist doch die, von der sie gesprochen hat. Ja. Das ist der, glaube ich. Ah, meine Schau. Was ist da denn? Drin. Wollte ich doch mal so sagen.
Wiederholung nichts gut, ne? Achso, genau. Vom Winde verweht. Ja, oh. Genau wie seine Leiche oder sowas. Schade. Aber so, wir sind auch die U-Bahn bei uns gebaut. Also ja. Geht einfach so nach oben. Zum Glück gibt's bei uns eine U-Bahn. Bist du schon mal in deinem Leben U-Bahn gefahren? Ja. Wo? Ja, okay. Abgesehen jetzt von irgendeiner Klassenfahrt. Ja, gut, ne? Dann lass ich es noch so stehen, oder was? Achso, auch wenn. Ja. Wir haben keine Probleme. Wasserrutsche! Hallo! Schmeiß weg die Scheiße. Hoffentlich tat's weh. Ah, aber da fällt er jetzt auf einmal nicht mehr runter. Das ist wieder ganz normal hier. Also. Ja, ja, das merk schon, merk schon. Oben kann ich auch nicht gucken, das ist richtig geil. Also. So. Ja. Wahrscheinlich wieder ein paar Batterienchen hier. Ja. Sag ich doch. Sag mal hier, nicht so geizig. Die sind auch wieder am Ben hier. Die sind richtig on fire. Die haben Bock. Die ist aber schon eine Hotte, ne? Oh Gott. Oh, ich dachte, du kannst gar nicht sehr gut machen. Okay. Und du überhaupt? Ich glaube mal, du kannst das. Ja, aber das ist doch scheiße. Dass man stirbt muss und dann. Ich überlege gerade, ob ich ihn anleuchten muss. Nee, ich glaube nicht. Aber es ist ja richtig, dass du stirbst irgendwie. Weil ich komme irgendwie immer weiter. Ja, deswegen ja. Ich weiß nicht. Dass auch immer Leute, also so Leute stehen, ne, wenn du respawnst. Das ist auch ein bisschen komisch. Na Gott, wo sind wir jetzt? Aha. Aber es muss richtig sein. Irgendwie muss es ja richtig sein. Ich glaube aber nicht, dass die das so gemacht haben, wenn du stirbst, dass du einfach dann das geschafft hast, sozusagen. Ja, aber wie soll ich das sonst machen? Ach, wir kommen. Doch, ich hab's doch nie geschafft, weil ich komm doch irgendwie immer weiter. Ja, aber ich kann mir. Ja, ich denke, es ist schon richtig. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die das so gemacht haben. Wenn du stirbst, dass du einfach das überspringst. So. In das einem bestimmten Moment in der Nacht konnte ich den Wind hören. Aber es war kein normaler Wind. Es war eine sehr starke Präsenz. Und ich konnte es spüren. Es war. Die Macht des Windes, zusammen und in Einklang mit der Kraft des Wassers. Der Geist des Wassers wird Yemanja genannt und der Geist des Windes ist Ionson. Und wenn sie sich treffen, da spürst du diese Präsenz in dir drin.